Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ich bin die Maggie von makeorama.de. Mit mir dabei ist wieder der Hera. Einen wunderschönen guten Tag. Und heute haben wir für den Podcast auch wieder ein spannendes Thema. Habe ich letztens erst ein Video drüber gemacht, nämlich Voraussagen für 2024. Ich gucke mal ganz kurz in die Liste, was wir denn da alles an Voraussagen haben, die ich da rausgehauen habe. Einmal KI, einmal Recycling, dann günstige 3D-Drucker und mehr Projekte statt Druckerbuilds. Da gibt es, glaube ich, einiges drüber zu bereden, oder? Auf jeden Fall. Okay. Mit was soll man anfangen? Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den günstigen Druckern an. Das ist so ein Thema, was wir schnell durchhaben, denke ich mal. Da hatten wir auch schon in der ersten Podcast-Folge, wer sich die noch nicht angehört hat, gerne mal zurückscrollen und mal den ersten Podcast nochmal anhören. Es gibt momentan einige Druckerhersteller, die mit günstigen Druckern auf den Markt kommen. Das finde ich sehr begrüßenswert, weil dadurch auch nochmal neue Leute ins Hobby reingespült werden. Falls einer von euch so einen Drucker gekauft hat, willkommen in der 3D-Druck-Family. Ich heiße euch herzlich willkommen. Es hat aber auch so ein paar kleine Haken an der ganzen Geschichte. Zum Beispiel, wir hatten das Thema mit G-Tech, die sich ja jetzt verbessert haben, dass da dann auch Darstellungen gezeigt worden sind auf der Webseite, die für Neueinsteiger wahrscheinlich missverständlich waren. Und natürlich auch Leute, die ins Hobby reingespült werden, die nicht mit der Community so ein bisschen gewachsen sind und dann, keine Ahnung, vielleicht auch mal nicht so höflich sind, wenn man einen anderen Druckerhersteller hat oder sowas in Richtung. Hast du denn da schon Erfahrungen gemacht, Hera, in der Hinsicht? Eher weniger tatsächlich. Eher weniger, okay. Du bist eher derjenige, der andere Leute niedermacht, wenn sie nicht den Drucker haben, den du hast, oder wie? Nein, auf keinen Fall. Okay. Also ich sehe das vollkommen offen. Jeder hat so seine Anwendungsmöglichkeiten bzw. Interessen, die er hat. Ja. Und je nachdem, wofür er sich entscheidet, ist es sein Geld, was er da reinsteckt. Und nun hoffentlich ist er mit seinem Geld, was er da investiert hat, ebenso glücklich. Absolut. Absolut. Also das ist auch das, wo ich sage, wenn ich mir jetzt zum Beispiel diesen 99 US-Dollar in Anführungszeichen Drucker von G-Tech angucke, der auf der Webseite von denen für 99 US-Dollar angeboten wird, zuzüglich Versand und allem drum und dran. Ja, das ist ein Gerät, was okay ist, auf Basis von der Technik von vor 2-3 Jahren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere kommt und sagt so, du hast keinen Elegoo Mars 4 Pro oder keinen Saturn 3, irgendwas in der Richtung. Ja, erleben wir im FDM-Bereich leider auch ab und zu jetzt momentan mit dem einen oder anderen Hersteller, wo sich die Leute so ein bisschen betteln, wo das so gehypt wird. Ich hoffe, dass es sich in Grenzen hält in der Hinsicht und ich hoffe auch, dass die Leute dann so intelligent sind, dass sie vernünftig mit der Technologie an sich umgehen. Also klar, jetzt nicht mit Händen einfach so, mit den blanken Händen einfach so an das Hotend packen. Wenn man jetzt gerade mal am Drucken ist und sich dann die Pfoten verbrennt und dann sich wundert, warum man dann da jetzt so eine Brandblase an den Fingern hat. Ja, das hoffe ich auch nicht, sondern dass man das wirklich mit Verstand macht. Ich meine, es steht ja auch überall dran. Ey, pass auf, wenn du gerade am Drucken bist, ist das und das Bauteil heiß, deswegen fass da bitte nicht ran. Oder trink das Resin nicht, was du bei den Flüssigharzdruckern hast, dass du das Zeug bitte nicht trinkst oder nutzt, um dir das Gesicht damit zu waschen, ja? So viel Verstand haben die Leute, denke ich mal, hoffentlich. Aber ich sehe da trotzdem noch ein kleines Potenzial drin, dass der ein oder andere es vielleicht falsch versteht und das aus einer begründeten Erfahrung, die ich gemacht habe, denn unter dem Video von G-Tech, als ich genau das gesagt hatte, dass sie ja das Zeug doch bitte nicht irgendwie jetzt mit bloßen Händen ohne Handschuh anpacken sollen und nicht den Gulang runterkippen sollen im Waschbecken, da gab es dann auch einen Kommentar, aber warum soll ich denn das nicht machen? Der WC-Reiniger, den kippe ich doch auch runter und den kann ich ja auch nicht trinken. Das ist bestimmt von den Leuten nicht böse gemeint, aber da ist halt dieses Bewusstsein einfach noch nicht da. Ja, wo ich dann auch gesagt habe, hey, pass auf, ein WC-Reiniger, ja, das ist mal eine Seifenlauge. Klar sollst du die nicht trinken, die tut dir nicht gut, aber die bringt dich nicht um und die schwächt dein Immunsystem in der Hinsicht nicht so. Klar, wenn du jetzt einen Liter WC-Reiniger trinkst oder WC-Ente trinkst, dann wirst du auch irgendwann umkippen und ne, in der Notaufnahme im besten Fall noch landen. Aber so ein Resin kann dich halt auch schon, wenn du so einen kleinen Fingerhut trinkst, auch schon killen. Ja? Und behaupte ich jetzt einfach mal, ja? Also, wahrscheinlich schon. Ja, weil es ist halt ein hochgiftiges, chemisches, toxisches Zeug, wenn es flüssig ist, wenn es ausgehärtet ist ordentlich, dann natürlich nicht.
Ich greife mal kurz hier rüber. Hier habe ich so eine UV-Taschenlampe stehen, wo ich auch im Video gesagt habe, hey, alles, was ich irgendwie mit Handschuhen angepackt habe, ja, wo Resin dran war, dann ziehe ich die Handschuhe aus und gehe da erstmal damit drüber und trockne das Resin auf den Handschuhen erstmal mit UV-Licht. Oder wenn ich sowas nicht habe, packe ich es auf die Fensterbank und gucke dann, dass es da dann ordentlich austrocknet unter der Sonne. Und dann, wenn es hart ist, wenn es ausgetrocknet ist und ausgehärtet ist, dann schmeiße ich es in den normalen Müll. Eher nicht. Dass wir da, glaube ich, auch als Community nochmal uns selbst ins Bewusstsein rufen müssen, dass wir bei Neuankömmlingen quasi das Bewusstsein dafür schärfen müssen, dass sowas gemacht werden muss. Nicht, muss man aber auch dazu ganz klar sagen, nicht nur bei Neuankömmlingen, auch die alteingesessenen Veteranen, wenn man das so schön sagen darf. Ja. Irgendwann entwickelt sich so eine gewisse Routine und dann heißt es irgendwann, ja, ach komm. Ja. Ja, ach komm. Ja, aber leider ist es beim Resin zum Beispiel, vor allem beim Resin, halt eben nicht, ach komm, kann man ja mal schnell. Richtig, genau. Also das war auch was, nicht mal die Routine, sondern auch überhaupt mal der Weg dahin. Ich meine, wir haben auch, ich habe auch erstmal gebraucht, bis ich einen Workflow hatte, an den ich mich auch heute noch immer wieder dazu zwingen und erinnern muss, pass auf, das Isopropanol, mit dem du die Sachen halt gereinigt hast, nicht einfach irgendwo jetzt verdampfen lassen oder einen Gullang runterkippen, sondern das IPA muss entsprechend entsorgt werden oder kannst du vorher noch filtern. Diese Handschuhe, die du hattest, die musst du nochmal härten, auch die Papiertücher und alles drum und dran erstmal härten und wenn es ausgehärtet ist, dann erst entsorgen, damit das flüssige Zeug nicht irgendwie in der Mülldeponie bei einem gerissenen Müllsack ins Grundwasser kommt oder so in Richtung. Das wollen wir alle nicht, weil sonst haben wir alle ein Problem, wenn es ins Grundwasser kommt und deswegen da müssen wir nochmal schauen, dass wir da nochmal ein bisschen vielleicht einen Guide aufbauen, um so viele Leute wie möglich irgendwie abzuholen. Machen wir mal gerade beim Thema Abfall, beim nächsten Thema weiter, nämlich Recycling. Und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema im Jahr 2024. Der Angus von Makers Muse hat ja gemeint, okay, bei ihm in Australien ist es nicht so, aber die haben auch eine besondere Situation. Die schicken ja auch sonst normalen Hausmüll und sowas in Richtung von der Insel weg in andere Länder, wo sie es dann halt deponieren, sag ich mal. Oder recyceln. Von daher ist es für die Australier, glaube ich, nicht so ein großes Thema, aber ich denke mal, im Rest der Welt kann das schon ein großes Thema sein und wir werden ja auch am 15. März zur Recyclingfabrik fahren, was ich persönlich feiere ohne Ende, denn das ist ein cooles Startup und wer das noch nicht kennt, die nehmen quasi euer Material an, sofern es denn vorsortiert ist nach PLA oder PETG, die können auch in gewissen Mengen kleine Schnipsel an Material, wenn da jetzt ein PETG-Schnipsel ins PLA reingekommen ist, können die das dann auch erkennen und rausfiltern automatisiert, was ich ziemlich cool finde. Wie genau das funktioniert, werden wir uns nochmal anschauen, dann in einem separaten Video, wenn wir dort sind. Aber ich finde das halt cool, dass die das dann verarbeiten und daraus komplett neues Material bauen. Ja, dass man dann auch ganz normal, regulär bei denen im Shop bestellen kann. Und das sieht nicht schlecht aus und druckt sich auch nicht schlecht. Und da gibt Ich meine, jeder wird es wahrscheinlich von euch kennen. Nicht immer gefällt einem das Druckergebnis. Mal hat man einen Fehldruck oder mal hat man vergessen, um 20% kleiner oder größer zu skalieren. Support. Und bevor man solche Sachen halt in den Müll schmeißt, ist es doch eine sehr, sehr geile Alternative zu sagen, hey, pass auf, ich sammle das jetzt, sagen wir mal zum Beispiel über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Ja. Und gebe sowas dann halt in eine Recyclingfabrik und kriege entweder Tokens dafür, Geld dafür, neues Filament dafür, je nachdem, welcher Hersteller oder welche Fabrik dann welches System hat. Korrekt. Also ich halte hier gerade in die Kamera, das können jetzt die Zuhörer auf Apple Music oder Spotify und Co. leider nicht sehen, das müsst ihr dann auf dem YouTube-Kanal nachgucken. Aber ich halte hier gerade die Prototypen für eine Taschenlampe von einem Projekt, von einem YouTube-Kollegen in der Hand, von Matthias Schweighofer. Und diese Taschenlampe kommt an einen Lasergun für ein Cosplay-Kostüm. Und da habe ich auch Prototypen, wo wir ausprobiert haben, wie das funktioniert oder nicht. Die gehen halt alle in die Recycling-Tonne, die ich dann am 15. mit zur Recycling-Fabrik nehmen werde. Und du hast eben noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Auch wenn man mal den Druck richtig raushaut, man kann auch Support haben ohne Ende. Ja,
Also das auch, außerdem. Ja, also so ein einfaches Objekt wie das hier hat hier unten auch schon mal Support oder hier eine Seite und sowas in der Richtung, ja. Und das muss natürlich auch irgendwie, das ist Abfall. Und wenn man diesen Abfall verwerten kann und vielleicht sogar noch dafür Punkte bekommt, mit denen man sich neues Material kaufen kann, ist das erst recht eine nice Sache, würde ich sagen. Weil das ist nochmal so ein bisschen dieser Anreiz, dann wirklich zu sagen, okay, man hat so eine Art Pfandsystem, mit dem man dann nochmal einen extra Anreiz hat, um das Material auch wirklich zu recyceln, weil man dann nochmal neues Material bekommt, um nochmal neue Sachen zu drucken. Finde ich echt cool. Auf der anderen Seite gibt es einen Hersteller oder mehrere Hersteller, 3D Fuel, Form Futura, aber auch Nobofil, die Material nehmen, um daraus so Industrieabfälle aus bestimmten Kunststoffen nehmen, aus PLA, PETG oder ABS und dann daraus ein Recycled ABS, also ein RABS oder ein RPETG oder ein RPLA machen, um dann damit neue Filamente zu produzieren. Angefangen hat, glaube ich, Form Futura damit damals, als sie das RPET auf den Markt geworfen haben. Das war schon ziemlich cool. Dann 3D Fuel hat das Material zwar auch getestet, aber noch nicht veröffentlicht oder schon veröffentlicht und ich habe es nur noch nicht mitbekommen. Und ein ganz großer Hersteller, der ja in der Community ziemlich groß ist, ist Nobofil, die ja sagen, dass sie zu 100% das Material quasi recycelt haben, aus dem sie ihr Filament produzieren. Das finde ich schon ziemlich eine starke Ansage, muss ich sagen. Und das Material druckt sich auch recht gut. Also man muss da in keinerlei Abstriche machen in der Hinsicht, finde ich. Das hat vor allem, muss man halt auch sagen, in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema allgemein. Ja. In jeder Branche. Und wenn wir, ich meine, das gesamte 3D-Druck-Hobby als solches steht ja in vielen Bereichen schon für Do-it-yourself und Recycling. Sei es, keine Ahnung, mein Spielmaschinenkorb ist kaputt gegangen, druckst du neu. Ne? Ja. Und wenn dann selbst die Hersteller selbst auch noch dahin gehen und sagen, mein Material, was ihr benutzt, ist aus Abfällen oder beziehungsweise aus recyceltem Material von anderen Firmen, ist das ein sehr geiler. Ja, absolut, absolut. Da muss ich dir aber vorgreifen, in der Automobilindustrie hat man das vorher schon gehabt, nämlich die Dämmmaterialien oder die Verkleidungen in der Tür zum Beispiel mal. Da hat man ja auch schon Abfälle eingekauft, Kunststoffabfälle, hat die einfach gepresst und auch die Dämmmatten, auf denen meine Drucker zum Beispiel mal stehen, für die Waschmaschine, die sind ja auch aus Kautschukabfällen sozusagen, die sind einfach nur gepresst. Also man hat da schon ein gewisses Niveau erreicht. Nur mit den 3D-Druckern erreicht das Ganze halt nochmal ein ganz anderes Level, weil wenn jetzt jeder so ein Drucker, egal ob es jetzt ein Bamboo und Brewster oder später ein Frozen oder was weiß ich auch immer, ein Anchor Make mit einem Farbwechselsystem hat, dann fällt da natürlich auch nochmal jede Menge Material an. Und wenn man jetzt mal ohne Farbwechselsystem dran denkt, da gibt es ja nochmal viel mehr Leute, die zu Hause einfach mal einen 3D-Drucker stehen haben, was drucken. Und wenn das Teil bricht oder Support dran ist oder halt das falsch gedruckt worden ist, klar fällt da jede Menge Abfall an. Und ich finde es lustig, da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie man herangeht. Klar, Recyclingfabrik ist ganz cool, aber ich habe gesehen, auf YouTube gibt es auch das ein oder andere Startup. Die Idee feiere ich sowas von. Der eine ist hingegangen und hat zum Beispiel mal solche Filamentabfälle aus seinem Bamboo genommen, hat die eingeschmolzen. Da gibt es mehrere YouTuber, die das gezeigt haben. Die haben das einfach eingeschmolzen und haben dann quasi per Spritzguss ein neues Produkt draus gemacht. Oder das so eingeschmolzen, dass es gerade so breiig war, dass sie es zusammenquetschen konnten mit einer Presse und das dann in Brillenform oder in Kammform gegossen haben. Das ist so ähnlich aussah von der Farbkonstellation her, als wenn da so ein, wie die Waschmaschinenmatten, die ich da habe für unter den Druckern. Also so Sprenkler drin waren überall, so grün, rot, weiß, blau, gelb, was weiß ich, alles mögliche. Die Dinger sehen mega geil aus. Und wenn du dann noch optische Gläser reinpackst, ja, so vom Optiker verschriebene, hergestellte Gläser. Das ist ein geiles Produkt, sowas trägt man doch gerne. Das ist fancy, das sieht gut aus, das hat einen nachhaltigen Hintergrund und es ist auch noch zweckdienlich. Das ist das, was ich sage, das wird 2024, denke ich mal, auch gerade mit den ganzen Farbwechselsystemen, die schon da sind oder noch kommen, glaube ich, explodieren, dieser Markt, ja. Man sieht schon, Recyclingfabrik hat, nachdem ich das Video veröffentlicht hatte, jetzt vor ein paar Tagen, haben sie einen Post rausgehauen auf Instagram, wo sie gesagt haben, ey, wir haben jetzt einen Deal mit Bamboo.
wo ich mir schon denken kann, woher das kommt, nämlich dass diese ganzen Abfälle von Bamboo, dass man die dann einschickt und dann daraus wieder neue Filamente für Bamboo geschmiedet werden oder aus Richtung. Genaueres werde ich dann nochmal am 15. erfragen und könnt ihr das auch im Video sehen. Aber das ist ein absolut heißes Thema, finde ich, in 2024. Also da kommt man nicht mehr drum rum, denke ich mal. Nee. Dann haben wir noch ein Thema, was auch sehr, sehr heiß diskutiert wird. Nämlich KI. KI im 3D-Druck. Hast du schon mal KI verwendet, Hera? Ja. Oh. Naja, fast schon selbstverständlich, in Anführungsstrichen. Wo okay. ist heutzutage, in welchen Hersteller... Versprechen ist heutzutage kein KI mehr drin. Selbst wenn du dir jetzt die neuen Samsungs anguckst oder selbst wenn du dir, ach was weiß ich, auf welche Seite geht, mittlerweile steht auch überall KI unterstützt, KI generiert drunter. Man kann mittlerweile nicht mehr ohne leben, weil es einfach überall, noch als Marketing würde ich fast behaupten, oder viel als Marketing würde ich behaupten, dabei ist. Ja. Aber man kann kaum ohne, und auch in 3D-Druck ist die KI mittlerweile schon sehr weit vorangeschritten. Ja. Selbst bei uns im Discord-Server hat KI Einzug gehalten mit Midjourney. Wobei ich sagen muss, das hat erstmal mit 3D-Druck so an sich nichts zu tun, sondern das ist erstmal Midjourney, für die, die es nicht kennen, ist eine KI, die Bilder generieren kann. Also das, was man so sieht, dass man halt über eine Texteingabe halt ein paar Schlagwörter eingibt und dann ein Bild rauspurzelt, ja, von einem niedlichen kleinen Hasen, der überglücklich ist und im Regenbogen tanzt oder so aus der Richtung, ja? Ja. Aber es geht mittlerweile in die Richtung, es gibt die ersten Plattformen, auch die ersten, die schon wieder verschwunden sind, weil es sich einfach nicht gelohnt hat, die aus diesen Bildern, aus einem oder mehreren Bildern halt 3D-Objekte bauen. Und diese 3D-Objekte, muss ich sagen, habe ich schon mehrfach ausprobiert. Ach, die sind noch nicht an dem Level. Ich gucke jetzt mal gerade hier rüber. Da habe ich hier den Astronauten. Ja, den hier, den halte ich jetzt mal in die Kamera, diesen kleinen Astronauten, auf dem ich meine Brille ablegen kann. Ja. Das Level an Detail haben die noch nicht. Die Oberfläche ist da in der Hinsicht noch nicht so schön wie bei was man selbst gestaltet. Aber es ist schon mal möglich, einfache Objekte schon mal über KI zu erzeugen. Ich habe auch schon mal über ChatGPT mit einer Konsoleneingabe es geschafft, halt, dass ChatGPT mir eine STL rausgerechnet hat für einen Würfel oder für einen Zylinder. Also einfache geometrische Objekte in 3D. Das funktioniert auch schon sehr gut, muss man einfach sagen, ja, weil das relativ einfach ist und geometrisch recht einfach aufgebaut ist. Das könnte man natürlich verwenden, um dann bestimmte Muster zu erkennen in einem Bild und dann darauf basierend mit geometrischen Formen das Muster nachzubilden. Aber so weit sind wir noch nicht. Was aber ziemlich spannend wird, ist, wenn man sich überlegt und mal so einen Blick rüber in ein anderes Fachwerk wirft, nämlich Richtung Bildbearbeitung und so. Und da kommen wir dann schon mal gleich auf den Photoshop zu sprechen. Ich weiß, früher haben die Leute das, ich ja auch in meiner Ausbildung, ja, das war auch Teil meiner Ausbildung als Mediengestalterin, dass wir halt Bilder mit Photoshop retuschieren. Jetzt bei mir im Fall, zum Beispiel für den Katalog, dass man Objekte freistellt, um die dann im Katalog einfach auf einem einheitlichen Hintergrund darzustellen. Das ist auch schon KI im Prinzip, wenn man das automatisiert mittlerweile in Photoshop macht, weil diese Mustererkennung von den Konturen und allem drum und dran ist im Hintergrund ja auch schon irgendwie KI-basiert ein bisschen. Wo es dann aber interessant wird, ist, wenn man jetzt manchmal ein Bild hat von einer Landschaft und dann sagt, okay, ich hätte jetzt gerne das und das Objekt da drin und da hätte ich gerne noch Bäume drin und da hätte ich gerne ein paar Blätter auf dem Boden und da im Hintergrund ein See, und das dann langsam aber sicher immer perfekter wird und man da eigentlich als Kreativer, muss ich aufpassen, wie ich das sage, nicht einem die Arbeit in der Hinsicht wegnimmt, schon ein bisschen, ja, aber nicht im negativen Sinne, sondern eher, ich muss halt bestimmte nervige Aufgaben, Sachen freistellen oder Bild recherchieren, Sachen freistellen und das ins Bild einbauen. Darum muss ich mich nicht mehr kümmern, sondern ich kann kreativ arbeiten. Ich kann sagen, ey, ich brauche einen alten Oldtimer und den will ich da auf die Straße packen, der muss die Ausrichtung haben, die Perspektive haben, und wenn eine KI das für einen erledigt und das schneller erledigt, als ich das kann, ist das geil, weil dann kann ich da in der Hinsicht nämlich damit als Werkzeug arbeiten und kann mich komplett auf den kreativen Prozess konzentrieren. Und was Ähnliches, denke ich, sehen wir relativ zeitnah auch im 3D-Druckbereich oder im 3D-Bereich allgemein, im Sinne von, dass wir mal einen Schritt rübergehen zu der Software. Ja, also ist nicht wirklich
wie heißt es, 3D-Druckdateien direkt erzeugen, sondern halt im CAD-Programm unterstützend über eine Konsoleneingabe, dass wir sagen, okay, hier oben der Deckel von der Flasche, der hat jetzt so senkrechte Rillen drin. Aber das soll eigentlich ein Zickzackmuster sein. Und man dann der KI sagt, ey, pass auf, mach mir den Deckel in Zickzackmuster rein oder ein Hexa-Muster, also ein Honeycomb-Muster, ein Bienenwaben-Muster rein. Oder ändere mir das und das von den Proportionen her so ab, dass es halt da reinpasst und dass da genug Toleranz drin ist. Dass man das ähnlich wie Tony Stark es macht in Iron Man, dass man sagt, ey Jarvis, ändere das so und so ab, damit es da reinpasst und schick mir mal das Ergebnis auf den Schreibtisch oder auf den 3D-Drucker. In die Richtung, denke ich mal, wird es eher erst einmal gehen, bevor es wirklich komplett zur Generierung von eigenen Objekten geht. Und das könnten wir, denke ich, dieses Jahr schon wirklich irgendwie in den ersten Softwareanwendungen, zumindest mal in der Beta irgendwie sehen. Weil das ist noch ein realistisches Szenario, würde ich mal sagen. Um einen Schritt noch weiter zu gehen, ja, während des Druckes, stimmt, gibt es ja mittlerweile auch schon Hersteller, die dann sagen, hey, KI-basierte Kamera, die guckt dabei zu. Ja, stimmt. Um den Schritt dann weiterzugehen, zu sagen, ich drucke gerade was und die Kamera erkennt, oh, da ist ein Filamentblob. Wollen wir das nochmal machen oder ist das okay? Richtig. Oder hat sich das Support gelöst? Wollen wir das nochmal machen oder ist das okay? Richtig. Dieser Schritt wird halt, der ist jetzt schon da. Ja. Ob er zuversichtlich funktioniert, beziehungsweise regelmäßig funktioniert oder nicht, mal beiseite gestellt. Manchmal sollte man schon erkennen, oh, da hast du aber Blödsinn gebaut, warum hast du das nicht erkannt? Und der Drucker druckt fleißig weiter. Ja. Das wird stabiler werden auf jeden Fall, denke ich mal. Ja. Aber vor allem auch ausgeweiteter, weiter ausgeweitet. Ja. Wenn also wir zum Beispiel sagen, den Gedanken noch weiter spielen, zu sagen, man hat einen Filamentwechsel eingebaut. Ja. Und der Drucker erkennt, beziehungsweise die Kamera erkennt, oh, das war nicht ganz so sauber, guck da mal drüber, ist das okay oder soll ich weitermachen? Ja. Ja, also da sprichst du einen guten Punkt an. Das vergessen viele, die sogenannte Spaghetti Detection. Ja, also Spaghetti Detection, für alle, die es nicht wissen, ist, wenn der Drucker einfach angenommen so eine Supportstruktur spricht um. Ja, so eine Stützstruktur, so einen Baum oder irgendwas in Richtung bricht um oder fällt um und der Drucker druckt dann quasi ins Leere, dann hat man da so ein Wollknäuel, was sich entwickelt. Oder der Druck fällt um und der Drucker druckt ins Leere, dann hat man auch so ein Wollknäuel. Das ist dann sozusagen das Spaghetti-Knäuel und die Spaghetti-Detection funktioniert einfach so, dass man eine Mustererkennung hat, die dann sieht, ey, pass auf, da funktioniert gerade was nicht richtig. Das setzt natürlich voraus, dass die Ausleuchtung okay ist, dass die Kamera, dass es fokussieren kann auf das Objekt, auf den Druckbereich und dass da auch alles wirklich von den Parametern her stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe in Octo Everywhere, was ich ja relativ massiv einsetze, weil wir es ja auch den Patreonen im Discord bereitstellen für das, was wir drucken, ja, hier im Studio, diese ganzen Ergebnisse, die über die Webcam dann übertragen werden, da muss ich sagen, das funktioniert schon wirklich, wirklich gut. Also ich kriege immer eine Warnmeldung von Octo Everywhere. Ey, pass auf, ich habe den Druck angehalten, guck dir das mal an. Passt das denn so, wie das da weiter druckt? Oder soll ich den vielleicht komplett ganz stoppen? Und dann kannst du hingehen und sagen, nee, Moment, das will ich aber nicht haben. Das funktioniert bei Octo Everywhere schon ganz gut. Bei Creality funktioniert es, finde ich, noch so gar nicht gut. Wie es bei Bamboo aussieht, weiß ich nicht. Das habe ich jetzt noch nicht testen können. Aber ja, das ist schon was, was im Alltag jetzt schon aktiv genutzt wird und mit Sicherheit nur noch verbessert wird. Also da ist KI wirklich im 3D-Druckbereich schon ein ganz großes Thema. Ja. Und dann kommen wir natürlich auf den letzten Punkt jetzt für diesen Podcast noch zu sprechen. Und zwar, die Drucker werden immer besser. Also der MK4 oder auch der Bamboo oder auch der Creality K1, die stellt man hin, packt sie aus und die Dinger laufen. Das ist also nicht wie früher, dass man sagt, okay, man muss an den Geräten noch rumschrauben und gucken, dass man die irgendwie wartet oder so in Richtung, sondern das ist halt so, die Dinger funktionieren out of the box, man muss die nicht mehr aufbauen, außer vielleicht nochmal bei den i3-Modellen, dass man nochmal vielleicht maximal diese ZX-Achse nochmal aufrichten muss. Und dann ist halt auch die Frage, wie wird sich denn der bisherige YouTube-Content weiterentwickeln oder überhaupt der Content um das Thema 3D-Druck, was bisher ja eigentlich hauptsächlich darauf fokussiert war, wie baue ich so einen Drucker auf und was mache ich, wenn er nicht richtig funktioniert. Und da wird sich, glaube ich, im Jahr 2024 einiges ändern. Das sehen wir ja jetzt schon, auch bei uns,
dass ich das Ganze von dem reinen, wir bauen was oder reparieren was und versuchen Fehler zu finden? Oder wie funktioniert ein Material? Weil das wird, erklärt sich auch immer mehr von selbst. Mittlerweile, früher war es so, du hast ein Material von ein PLA von Hersteller A gehabt und ein PLA von Hersteller B gehabt und die haben beide unterschiedlich gedruckt. Und wenn du die Einstellung nicht perfekt hattest, hast du auf einmal einen Wollknoll auf dem Druckbett gehabt. Mittlerweile ist es so, du schmeißt dem Drucker einfach PLA drauf und gefühlt bei meinen Druckern, wenn die ankommen, ich nehme immer die Standard-Settings und passe dann vielleicht nochmal so ein ganz klein bisschen die Temperatur an, aber im Großen und Ganzen, wenn das PLA ist oder ABS ist, wenn ich die Standard-Settings nehme, passt das eigentlich. Das heißt also, da ist die Toleranz und die Fehlertoleranz schon deutlich besser geworden, finde ich, und die Qualität auch besser geworden. Und dann braucht man auch erstmal so viel Content gar nicht mehr für, ich baue einen Drucker oder ich repariere den Drucker. Und ich denke, der Content wird sich da in der Hinsicht sehr stark verlagern auf Projekte. Ja, also wir merken es ja auch jetzt gerade mit dem Lichtschwert, was wir bauen, mit der Bo-Katan-Rüstung, mit der Unterstützung von Matthias Schweighofer in der Buzz Lightyear Gun, in der Laser Gun, ja. Oder aber auch, wie man andere Sachen, wie zum Beispiel meine Razor Crest, die ich auf dem Resin-Drucker drucke und die dann vielleicht mit Elektrik ausstatte und Lichtern und allem drum und dran. Das wird, glaube ich, in 2024 noch viel, viel stärker rauskommen, als es jetzt aktuell schon rauskommt. Kennst du andere? Auf jeden Fall. Kennst du andere YouTuber, die auch schon in die Richtung eingeschlagen haben? Nein. Also in die Richtung eingeschlagen nicht, aber definitiv diese Richtung schon fahren. Aber meines Wissens lang fahren die das schon immer. Mhm. Es geht halt auch teilweise in diese Richtung von wegen Haushaltsreparaturen, sage ich mal. Ja. Wo dann halt mit Hilfe von, sagen wir mal, Fusion 360 oder allen anderen möglichen Cut-Programmen, die es gibt, zu sagen, wie kann man mit simpelsten Geometrien seinen Haushalt erleichtern oder seinen Haushalt erweitern, reparieren oder wie auch immer, dass diese Individualität mehr gefordert wird, beziehungsweise gefördert wird auf YouTube. Und auch der Content dahin mehr gefördert wird. Richtig, ja. Ich muss sagen, also was mir auch noch einfällt, was noch sein könnte, was sich manche Kanäle halt hinentwickeln, das sehe ich ganz stark zum Beispiel mal auch bei Stefan von CNC Kitchen oder auch beim Thomas Sandlerer, die eher an so eine wissenschaftliche Herangehensweise jetzt halt bevorzugen, um halt bestimmte chemische Prozesse oder materialthermische Prozesse irgendwie zu erklären, ja, oder bestimmte neue Verfahren erklären, wie zum Beispiel das, wo man dann komplett in die Luft drucken kann, ja. Dass man da, also nicht komplett, sondern irgendwo einen Ansatzpunkt hat und dann anfängt halt so Baumstrukturen, solche Kreismuster, Platten in die Luft zu drucken, was schon ziemlich beeindruckend ist. Das sind sehr fachspezifische Themen, die schon eher in die Richtung wissenschaftlich, redaktionell in diese Richtung gehen halt. Das sind, glaube ich, die zwei Wege, die so hauptsächlich eingeschlagen werden, wo sich die Spreu so ein bisschen in die Richtung trennt. Ja. Aber ich denke, Content rein, Drucker bauen, Drucker vorstellen und Drucker warten oder so Richtung, was ja lange Zeit viel, viel Content gebracht hat, wird langsam auch sterben in der Hinsicht. Um mal unsere eigenen Hobbyräume mal zu verlassen und auch mal außerhalb zu gucken, was, denke ich, mir auch sehr viel einziehen wird, ist Thema Drucken bzw. Druckerei, 3D-Druck als solches, ist in Schulen zum Beispiel. Ja. Dass immer mehr Schulen sagen, ey, wir wollen für den, sagen wir mal, Physikunterricht oder Handwerksunterricht einen 3D-Drucker haben, um einfach den Kindern auch das mal zu zeigen. Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch gemerkt. Ich meine, die Drucker, die wir hier noch zum Testen bekommen, was heißt noch, aber wir kommen gerade relativ viele Drucker zum Testen, demnächst den K1C und den Ender 3V3. Und da wir nicht wissen, wo wir alle die Drucker hinstellen können, habe ich gesagt, okay, ich gebe die Drucker einfach in Schulen weiter. Ja, das haben wir schon angefangen mit dem Two Trees SP5. Ich habe hier noch einen Effelzahn Q5 stehen gehabt, aus eigener Tasche finanziert damals. Und habe gesagt, okay, ich gebe die Drucker einfach an Schulen weiter. Und habe an jeweils eine Schule hier in der Schweiz die Drucker einfach gespendet. Und da hat man schon das Feedback bekommen, dass zumindest mal hier in der Schweiz, wie soll ich sagen, die Leute sagen, hey, pass auf, ja, ganz geil, danke, wir haben so viel Andrang in den Handwerksräumen. Wir haben zwar schon einen Drucker da stehen oder auch sogar schon zwei, aber wir kommen mit der Anfragenmenge einfach nicht mehr hinterher. Und dass da wirklich das Interesse an dem
Themenbereich 3D-Druck schon ziemlich hoch ist. Die Entwicklung sehe ich leider Gottes momentan in Deutschland irgendwie noch nicht so ganz stark. Wir haben das Thema ja jetzt schon seit ein paar Jahren wohlgemerkt. Ja, das ist jetzt fast ein Jahrzehnt, wo wir das Thema auf dem Schirm haben. Wo ich damals mit einer Stiftung, mit einer Befreundeten schon angefangen habe, Drucker in einem sozialen Projekt in Frankfurt versucht habe unterzukriegen. Das ist nicht so ganz gescheitert, weil die Leute gesagt haben, so, oh nee, 3D-Druck, oh, das ist uns noch zu riskant, nicht, dass da die Bude in Flammen steht. Okay, konnte ich damals verstehen. Die Drucker waren damals noch nicht so weit, wie sie heute sind. Dann haben wir das Ganze versucht, in eine Schule zu geben. Aber da erstmal Lehrer zu finden, klar, die Lehrer haben sich erstmal dafür interessiert, aber auch Lehrer zu finden, die sagen, ey, ja geil, wir machen nochmal im Handwerksunterricht, was weiß ich, ein extra Teilbereich 3D-Druck oder wir machen halt so eine Art Wahlpflichtfach, wo es nochmal nach der regulären Schulzeit dann nochmal so eine extra Stunde oder zwei gibt, wo man mit den Schülern halt 3D-Druck macht, ja, also das Fach 3D-Druck sozusagen anbietet. Das war schon schwieriger, weil die Leute natürlich sagen, nochmal ein, zwei Stunden, zwei Schulstunden, Überstunden machen. Das was dazu auch gut eingreift, ja? Ist zu sagen, es ist zwar immer schön, das den Schülern zu zeigen, ja. Aber was du halt selber auch gerade sagen wolltest, ist, dass nicht nur die Lehrer die Arbeit haben, das den Schülern beizubringen, sondern die Lehrer als solches müssen ja auch erstmal selber lernen. Richtig. Wie funktioniert das? Wie gehe ich damit um? Wobei ich da auch nochmal einen Unterschied machen würde zwischen Deutschland und Schweiz. Über die Stiftung in Deutschland haben wir jetzt schon ein paar Schulen kennengelernt und auch das so mitbekommen. Und auch durch die Schulen, die ich jetzt persönlich in Kontakt getreten bin, jetzt auch die für den Ender 3V3KE, wo ich jetzt gesagt habe, okay, in der alten Schule, wo ich vorher, in der Mittelschule war, also in der Realschule, ja, die habe ich angeschrieben, das war jetzt vor einer Woche. Da habe ich bis heute noch nicht mal eine Antwort, ob die den Drucker haben wollen. Während in der Schweiz zum Vergleich, ich habe denen eine E-Mail geschrieben und es hat keine zwei Stunden gedauert, bis jemand geantwortet hat und gesagt hat, geil, möchten wir den Drucker auf jeden Fall haben. Hier habt ihr eine Liste von Schulen, die werden sich gleich bei euch melden und die ersten, die sich melden, kriegen den Drucker. Das haben die von sich aus gesagt. Und dann hat es nochmal eine halbe Stunde gedauert und dann habe ich zwei E-Mails gehabt von zwei unterschiedlichen Schulen und jede Schule hat einen Drucker bekommen und die Lehrer, die Drucker entgegengenommen haben, die kannten sich schon aus. Die haben schon entsprechend Fachwissen gehabt, während es in Deutschland leider Gottes so ist. Ich weiß, viele denken immer, okay, Lehrer haben... Wie heißt das? Die haben ihre, ich weiß nicht, wie viele Schulstunden sind normalerweise, 6 bis 8 Stunden, ja. Dann vielleicht nochmal so ganz üblicherweise diese ganz normalen 8 Stunden pro Tag arbeiten und dann ist fertig. Nee, ist nicht. Die müssen ja nochmal die Arbeiten kontrollieren von den Schülern. Die müssen nochmal vielleicht den Klassenraum ein bisschen nochmal, das ist grob kontrollieren, dass da auch alles auf Vordermann ist. Also gerade im Handwerksbereich, ob die Maschinen nochmal tipptopp sind, dass sie gereinigt sind und vielleicht geölt sind. Da kann ich verstehen, dass die halt, wenn sie noch ein Privatleben haben, jetzt nicht noch mal mehr on top arbeiten wollen. Aber so eine Weiterbildung im Bereich 3D-Druck gehört einfach mal dazu. Und so eine Weiterbildung, das so zu machen, also auch aus Eigeninteresse raus, finde ich, gehört mit zum Job dazu. Und das muss auch gemacht werden. Und da merkst du den Unterschied Deutschland-Schweiz. In der Schweiz ist es gang und gäbe, dass sie die Zeit investieren und dass sie sagen, egal, haben wir richtig Bock drauf und vielleicht hat der ein oder andere Lehrer sogar einen Drucker zu Hause stehen und kennt sich von daher schon aus. Während in Deutschland, ich weiß, es werden bestimmt viele Leute, Lehrer mich anschreiben, werden sagen, ey, pass mal auf, bei uns ist es aber ganz anders. Ja, hier, wir haben auch 3D-Drucker zu Hause stehen, ich kenne mich auch super aus. Das mag durchaus sein. Ich kann jetzt nur aus der Erfahrung sprechen. Ja, wie viele Schulen gibt es denn in Deutschland? 60.000, 70.000, 80.000? Ja, ja, deswegen. Ich habe mit einer Handvoll von Schulen Kontakt gehabt, aber ich habe auch nur mit zwei Schulen in der Schweiz Kontakt gehabt und der Unterschied im Verhältnis ist da schon, finde ich, ziemlich krass. Ja, dass in den deutschen Schulen, auch das, was von der Stiftung so kam, dieses Bild, was sich da abzeichnet, auch nochmal übers Kultusministerium, auch nochmal in Deutschland so ein bisschen wiedergespiegelt wird mit der Situation. Ja, das Kultusministerium damals, als wir das eine Projekt in der einen Schule über die Stiftung durchgezogen haben, da hat die Stiftung 4 Drucker gespendet, 4 Prusa MK3. Und was heißt gespendet? Die sind von der Stiftung zur Verfügung gestellt worden für die Schule. Und als die Schule gesagt hat, okay, wir schaffen die eigenen Drucker an, hat die Stiftung die zurückgenommen, gewartet und in die nächste Schule weitergegeben. Ja? Und da
da hat man gemerkt, okay, wir haben das Projekt auf der Form Next noch richtig schön eingebunden an das Kultusministerium in Hessen übergeben, ja, wo ich dann noch vor Ort war und das Ganze übergeben hat. Und die hatten nur gemeint, aha, ja, okay, danke. Dann habe ich nochmal persönlich beim Bundesministerium angefragt, habe ich gesagt, pass mal auf, wir haben hier das und das Projekt, habe denen das digital rübergeschickt per E-Mail. Wir würden gerne dieses Pilotkonzept so nehmen und würden, egal ob das jetzt mit den Plusa MK3 ist, ja, lassen wir die Drucker außen vor, welche Drucker das dann im Endeffekt sein werden, ja. Aber wir würden halt gerne mit Druckern, die für die Schule zertifiziert sind, gerne unser Wissen bereitstellen, um zu helfen, dass dort der Anschluss nicht verpasst wird. Können wir das irgendwie managen? Könnt ihr das irgendwie machen? Wir haben nicht die finanziellen Mittel, um das komplett alles selbst zu stemmen, dass wir die Hardware stellen können, aber wir würden gerne unsere Manpower so gut es geht dazugeben können. Wir haben einmal eine Antwort bekommen, vielen Dank, dass ihr das so machen wollt. Wir werden es bei uns intern durchkauen und werden uns melden. Und sie haben sich nie mehr gemeldet. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, das zeichnet für mich persönlich so ein Bild, wo ich sage, schade, man verpasst mal wieder einen Zug, wo dann in der Hinsicht die Eltern im Prinzip wieder einspringen müssen, um da den Wissens, um da diesen Abstand wieder aufzuholen. Oder die Leute müssen privat selbst wieder einspringen dafür. Das mag jetzt nicht für alle Schulen zutreffen. Ich weiß auch, eine Schule in Kelkheim, da wo wir vorher gewohnt haben, die hat auch sich einen 3D-Drucker angeschafft, nachdem wir da das Projekt während Corona nicht durchbekommen haben, weil wir einfach Kontaktsperre hatten. Aber das war auch so an sich von allen Schulen, die ich angeschrieben habe, wirklich eine Ausnahme. Ja, und ich habe viele Schulen angeschrieben. Es kam nur bei vielen erstmal gar keine Antwort. Und mit denen, denen ich Kontakt hatte, da musstest du erstmal einen finden, der überhaupt in der Lage war, technisch sich damit auseinanderzusetzen. Weil jetzt ein Deutschlehrer, der wird sich denken, okay, ein Handwerkslehrer hat meistens gesagt, lass mich in Ruhe, ich habe genug zu tun. Aber genau da muss es halt hingehen, dass die halt sagen, okay, ja, wir versuchen diese Schlüsseltechnologie einzubinden. Und das sehe ich momentan in Deutschland noch nicht. Ich hoffe, das ändert sich. Vielleicht aktuell nicht, aber ja gut, das deutsche Schulsystem, da brauchen wir jetzt kein Fass aufmachen, das ist veraltet. Das ist, glaube ich, nicht diskutierbar. Aber ich glaube, es wird vielleicht noch nicht dieses Jahr so wirklich überall ankommen, aber definitiv so die Prognose für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, dass es da auf jeden Fall mehr Anschluss geben wird. Ich hoffe es. Also ich meine, es gibt ja auch coole Systeme, die das versuchen, in Schulen einzusetzen, von denen ich weiß, dass die auch viele Schulen schon haben, schon ausgestattet haben mit Druckern und allem drum und dran. Ja, ich möchte den Namen jetzt hier nicht nennen, weil ich mit denen nicht ganz grün bin. Aber die Schulen, mit denen wir Kontakt hatten, muss ich sagen, gewinnst du keinen Krieg. Und das muss sich ändern. Und da hoffe ich wirklich, dass sich da in nächster Zeit was ändert. Weil das ist, finde ich, mit einer der Zukunftstechnologien. Und das dürfen wir nicht einfach so, ja, dann ist es halt so, an uns vorbeiziehen lassen. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nicht Transrapid 2.0 nochmal zulassen. Ja. Ja. Jetzt sind wir im Prinzip von mehr Projekte statt Druckerbilds auf Schulen gekommen. Ich weiß auch nicht mehr wie. Na, hast du denn noch eine persönliche Vorhersage für 2024, was da passieren wird, Hera? Ich glaube halt, wie du selbst sagtest, die Luft nach oben wird allmählich dünner. Mhm. Eher die Luft nach unten, in Anführungsstrichen, wo es sich jetzt entscheidet, wer kriegt es hin, wer wird günstiger, wer wird besser für Budget XY. Ja. Aber ansonsten bin ich offen, was passiert dieses Jahr. Werden wir einen Bamboo X1S Trommelwirbel sehen mit 300x300x300 mm Druckgröße? Werden wir. Werden wir? 300x300 sind, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall in der Größe. Wenn ich es richtig weiß, steht das Event auch. Wenn ihr es den Podcast hört, wird das Event wahrscheinlich schon längst vorbei sein und ihr werdet mehr wissen als wir jetzt gerade. Aber ich glaube, das steht jetzt in den nächsten 1, 2 Tagen sowieso vor der Tür, oder? Echt, habe ich gleich mitgekriegt. Ja, das ging ja mir vorbei. Es steht cooler Shit an für jetzt Anfang Februar. Nintendo hat eine neue Konferenz. Ich glaube, Bamboo hat eine Keynote. Und auch andere Hersteller haben eine Keynote. Der neue Creality K1C ist ab Anfang Februar vorbestellbar und wird ausgeliefert. Meiner steht leider immer noch in Shenzhen, habe ich gesehen.
der eigentlich schon seit einer Woche versendet sein sollte, als Influencer-Testgerät sozusagen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich freue mich vor allen Dingen auf den Elegoo Orange Storm für 2024, wo ich dann quasi drin wohnen kann. Das wäre echt Next Level für mich, dass ich sage, okay, ich arbeite nicht nur an 3D-Druckern, sondern ich wohne auch an einem. Druck dir doch einfach deinen nächsten Schreibtisch mal selber. Genau. Mit dem bin ich auch gerade nicht zufrieden. Das werde ich auch vielleicht tun. und wir werden natürlich auch nochmal den Frozen Arco sehen. Der ist vorbestellt. Wann das Ding denn jetzt wirklich geliefert wird und wann denn die finalen Preise bekannt gegeben werden, weiß ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht wird es da nochmal, wenn ihr den Podcast hört, schon was Neueres geben. Dann gibt es aber auf YouTube, auf dem Kanal bei uns, auf youtube.com/@ Makeorama, gibt es dann bestimmt auch ein Video dazu oder zumindest mal ein Short. Und in diesem Sinne sind wir mit dem Podcast auch schon durch mit dieser Folge. Vielen, vielen lieben Dank, Hera, dass du mit dabei warst. Immer wieder gern. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao. Tschüssi.